Hey Leute und herzlich willkommen auf dem Testserver. Wir loggen uns mal kurz auf einem Jar ein, der etwas neuer ist, also ganz neu, im Endeffekt Level 1, um nur kurz mal herzuzeigen, wie das aussieht. Das ist das Sterngold-Event und ihr könnt das Sterngold, also ihr kriegt solche Coins, solche Münzen und die müsst ihr öffnen. Und da drin kann dann das Sterngold drin sein. Ja, bei würdigen Gegnern als Belohnung für PvP-Kämpfe oder bei den Gauklern in Kingsill. Am Anfang müsst ihr erstmal den AGB zustimmen, also den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die sind hier auch ganz prägnant und kurz erklärt. Ja, gut, kurz ist jetzt eine andere Sache, aber es geht schon, also man kann sich's durchlesen. Muss es aber nicht machen, aber wenn irgendwas ist im Nachhinein, sollte man doch mal reingucken, warum ist denn das so? Wenn man auf Teilnehmen geht, geht's dann auch schon los. Ja, ich logge mich jetzt mal kurz um auf einen anderen Char, weil dort erläutere ich dann das Event direkt und gehe noch darauf ein, was es noch so Veränderungen gibt. Auch in der Zukunft von DSO, da kommt nämlich einiges Neues. Jo. Ja, wir befinden uns jetzt hier in Kingsill. Lassen kurz mal alles ein bisschen laden. Der Testserver ist natürlich wieder etwas voller, wenn solche Sachen getestet werden. Ab und zu könnte man auch mal einen Admin sehen. Ja, also, nun zum Sterngold-Event. Wie schon gesagt, bei würdigen Gegnern als Belohnung für PvP, also für 1 gegen 1, 3 gegen 3, 5 gegen 5 und 6 gegen 6, erhaltet ihr überall Münzen. Bei 1 gegen 1, also bei den Duellen, behaltet ihr, wenn ihr gewinnt, eine Münze, wenn ihr verliert, 0 Münzen. Bei 3 gegen 3 sind es, glaube ich, wenn ihr gewinnt, 6 Münzen, wenn ihr verliert, 3 Münzen. Bei Eroberung der Flagge 12 Münzen, wenn ihr gewinnt und 6, wenn ihr verliert. Und bei Sturm der Festung sind es, glaube ich, 10, wenn ihr gewinnt und 5, wenn ihr verliert. Bei den Gauklern in Kingsill könnt ihr auch noch weiterhin diese normalen Münzen erhalten und da drin kann halt das Sterngold sein. Wie man hier schon sehen kann, läuft die Gilde gegen euer eigenes Sterngold. Und es gibt dann verschiedene Preise. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel in der Gilde mit 30 Leuten und meine Gilde gewinnt. Dann bekommt jedes Gildenmitglied einmal die Razer-Tasse und einmal das Kraken Pro-Headset. Also bekommen alle 30 Leute diese Belohnung. Also 30 Tassen und 30 Headsets. Die individuellen Preise, wie man hier sehen kann, ist für den ersten Platz einmal die Maus, Razer Upsize Maus, dann das Control Edition Mauspad oder Goliathus genannt, und noch einmal ein Gaming for Good T-Shirt. Weiterhin gibt es in-game dann 1000 Kraken, den gerüsteten Schwarzbären, zweimal Rabenschwarz, zweimal Moosgrün und einmal den glorreichen ersten Platz. Rabenschwarz und Moosgrün deshalb wegen den Farben von Razer. Der zweite Platz bekommt auch die. Nein, die Maus bekommt er nicht, sondern das Mauspad. Das Goliathus Control Edition Mauspad und das T-Shirt bekommt man. 500 Kraken, einmal Rabenschwarz, einmal Moosgrün und einmal den ruhmreichen zweiten Platz als Emote. Der dritte Platz. Ja, da lädt das Game mal wieder neu. Der Server ist absolut, ja, überfordert. Gut, ich melde mich mal zurück, wenn es wieder funktioniert. Gut, da wären wir dann auch wieder. Der dritte Platz erhält dann nur noch das Mauspad, 250 Draken, einmal Rabenschwarz, einmal Moosgrün und den ehrenvollen dritten Platz. Gut, was gibt es jetzt noch so Veränderungen? Erst einmal
wird das Stern-Gold-Event hier vorne ablaufen. Das ist halt nur dieser Ausrufer, der damit könnte nur das Event wieder aufrufen. Dann hätten wir hier den zwielichtigen John, der verkauft Sterngold an sich. Das heißt, es könnte auch wieder ein ziemliches Pay-to-Win-Event werden. Wobei die Anzahl, also man hat umso höher, nee Quatsch, umso mehr Sterngold man besitzt, umso höher ist die Chance zu gewinnen. Aber wenn man jetzt 1 Million Sterngold besitzt, ist nicht automatisch die hundertprozentige Gewinnchance gegeben. Gerade beim letzten Mal auf Heredur hatte ja jemand zufällig gewonnen, der 17 Sterngold hatte und ich hatte 1000 oder so. Ja, hier kann man sich jetzt das blaue Streitross kaufen, das Ross der Krone, Einhorn gab es auch schon vorher, das Regenbogen-Einhorn kann man sich weiterhin noch kaufen, das Schlachtross des legendären Königs als schnelles Reittier und der Rest ist eigentlich gleich geblieben. Als Pets ist nun auch der blaue Drachling verfügbar, der 5% mehr Erfahrungspunkte gibt. Der normale Drachling gab es auch schon länger. Den dicken Drachling kann man sich nun auch kaufen. Ja, okay, was gibt es noch zu erwähnen? Momentan hier auf dieser Stelle noch nichts weiter. Es wird aber noch weitere, größere Änderungen geben. Doch, was gibt's noch? Der Zauberweber hat nun neben dem Mantel des Glück, Mantel des Mutes und Mantel der Kraft noch 4 weitere Mäntel zur Verfügung. Einmal diesen Umhang hier, diesen Umhang hier, diesen und den Hauch des Himmels. 180 Rüstungswert, 250 Widerstand gegen Blitz, 3,5% Schadensreduktion für Treffer von gegnerischen Spielern und 35% erhöhter Rüstungswert auf diesem Gegenstand an sich. Ja, weiterhin gibt es jetzt im Endeffekt nichts mehr zu erwähnen. Doch, verdammt nochmal, gute Planung. Also Sterngold, man kriegt hier diese Glücksmünzen und da drin kann halt das Sterngold drin sein. Ich mache jetzt mal die 3 Stücke auf. Ein Sterngold erhalten. Noch ein Sterngold erhalten. Noch ein Sterngold erhalten. Ja. Gut. Sammle Sterngold für eine erhöhte Chance auf großartige Gewinne. So sieht's aus. Und man muss noch dazu sagen, das Sterngold, also in diesen Glücksmünzen kann nicht nur Sterngold drin sein, da können Farben drin sein, da kann Tränke können drin sein, also vielerlei kleine Sachen können da drin sein. Ja, was gibt es jetzt noch zu erwähnen? Hier geben wir mal noch einen Punkt. Genau. Man kann sich jetzt, wie man es im Shop schon sehen kann, ja, hier sind es auch ein paar weniger geworden. Das sind ja die Truhen entfernt worden, wo man Steine drin bekommen konnte. Dafür kann man sich jetzt uraltes Wissen kaufen. Man kann es auch direkt hier kaufen. Da steht dann zum Beispiel hier, dafür benötigst du 2067 Andermant, 9192. Hier brauchst du 37.632 Andermant, hier 66.192 und hier 94.692 Andermant. Das heißt, für knapp 100.000 Andermant könnte man sich das hier komplett voll kaufen. Jo, und dann gibt es noch eine weitere Änderung. Es gibt jetzt neben den Quests und der täglichen Herausforderung gibt es noch die Errungenschaften. Ja, was ist das jetzt und bringt das wesentliche Vorteile? Ich glaube, wesentliche Vorteile gibt es da noch nicht. Es ist einfach nur ein Gag, auf Deutsch gesagt. Man kann sich jetzt hier schauen, wie viel man erledigt hat von diesen Klassen. Das ist eine Übersicht. Man hat von der Geschichte so einen Fortschritt, im Wettkampf so einen Fortschritt, bei den Charakterklassen so einen Fortschritt, in der Werkstatt und allgemein. Zu allgemein zählt dann zum Beispiel ganz normale Sachen wie töte König Herador,
oder besiege den untoten König Herador in der Zwischenwelt oder besiege die verdorbene Medusa. Siege Herold, schwer, leicht, alles vorhanden. Zur Geschichte, da muss man dann verschiedene Quests lösen. Die Charakterklassen, zum Beispiel erreiche Level 20 mit deinem Zirkelmagier, erreiche Level 45 mit deinem Zirkelmagier, erreiche Level 20 mit dem Waldi, Level 45 mit dem Waldi, mit Level 20 mit dem DK, Level 45 mit dem DK. Genauso natürlich auch für den Dampfmechanikus. Wettkampfmäßig, gewinne einmal den Wettkampf Gruppe gegen Gruppe, gewinne den Wettkampf Eroberung der Flagge, besiege 10 Spieler im Wettkampf, besiege 50 Spieler im Wettkampf, besiege 500 Spieler, besiege 1000 Spieler. Werkstatt ist dann Kombinieren von Sachen, zum Beispiel magische Gegenstände kombinieren, außergewöhnliche kombinieren, legendäre kombinieren. Jo, gesplittert bis geschliffen, die ganzen Steine kombinieren. Wahrhaft königlich wäre dann drei heilige Steine kombinieren. Belohnungen dafür scheint es jetzt noch nicht zu geben. Aber, ja, mal abwarten, was da noch so kommt. Ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch das jetzt nur mal anhand von Herodur. Ja, die Pfeile sind jetzt auch nicht mehr so blau, die scheinen jetzt grauer gemacht zu sein. Das könnte aber auch am Sterngold-Event liegen. Gut, ich mache dann weiter, wenn ich bei Herodur bin. So, da werden wir dann zurück und werden jetzt uns Herodur mal vornehmen. Wie man hier schon sehen kann, allgemein besiege den untoten König Herodur. Gut, bei dem Magier sollten wir ein bisschen aufpassen, das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, die Ausrüstung, die der hat. Errungenschaft erworben, Königsmörder. Ja, da hat man dann hier so ein Häkchen drin. Du hast eine Errungenschaft erworben. Die Frage ist dann natürlich, was bringt mir diese Errungenschaft? Kann ich dann einfach sagen, hey, ich habe Herodur gekillt oder so, keine Ahnung. Ja, ich würde da mal sagen, im nächsten Video mache ich dann noch so eine grobe Ankündigung, ja, was dann noch so alles kommt. Und würde euch erstmal, da es schon in Richtung Dezember geht, etwas Schnee wünschen. Und so weiter und so fort. Und ja, man sieht sich im nächsten Video.